Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi und eine neue Welt ist offen und es geht los mit Tierreicherkundung. Tatsächlich hat diese Welt eine der Herausforderungen, die ich am coolsten finde, und zwar Abschießen auf dem Zug. Aber erst im dritten Level, also noch nicht jetzt. Jetzt gilt es erstmal, den nächsten Level zu finden. Alle roten Münzen und alle Blumen zu finden. Naja gut, alle Blumen ist nicht so schwer. Denn alle Blumen ist nicht so schwer, denn ich spiele im Leichtmodus und mir wird angezeigt, wenn eine Blume verfügbar ist. Ich muss sie dann nur suchen. Aber alle roten Münzen sind nicht so schwer. Da ist Nashorn-Papa auf der Suche nach Nashorn-Kind, glaube ich zumindest. Könnte aber auch Nashorn-Mama sein. Ah ja, deswegen habe ich ihn geholt. Ich muss da durch. Oh, das ist so nervig, ey. Wow, fick dich! Geh weg, ich brauche dich nicht mehr. Rote Münzen! Rote Münzen! Ja, da geht nichts auf. Und da gibt's Herzen! Juhu! Okay, das war strange. Oh! Na, das klingt doch machbar. Wo ich doch gerade so gut hüpfen kann. Aber es klappt. Ich habe die Blume gefunden. Ich krieg dich. Ja. Oh, Krokodile. Ich habe noch nicht genug rote Münzen. Erster Blume. Das Level geht also noch eine ganze Weile. Ja, das sieht doch aus, als möchte ich gerne da hochklettern, denn. Wuhu, eine rote Münze. Okay. Ich schätze, ich komme da gleich hin. Ich gucke mal so ein bisschen, ob auf dem Hintergrund jemand mit einer roten Münze wedelt. Wen haben wir denn da? Naja, Herzen sind auch nicht schlecht. Immerhin brauche ich volle Herzen, damit ich eine Blume bekomme. Oh, schon wieder das Fieder. Nein, ich will nicht in die Richtung. Ich will hier lang. Hätte ja eine rote Münze bei sein können. War es aber nicht. Und da hinten ist das Geschenk. Holt es euch. Da ist eine rote Münze drin. Rote Münzen. Da komme ich jetzt aber auch erst auf 8. Vielleicht hätte ich direkt hochspringen sollen. Dann muss ich mich jetzt hier so ein bisschen hocharbeiten. Und mir die Münzen holen. Naja, so wirklich schwingen geht nicht. Ich will die Münze auch haben. So. Komm hierher. Komm, Papa Nashorn. Oder Herr Nashorn. Kann er. What? Kann ja sein, dass Frau Nashorn verhütet.
Verdammt. Aber warte, ich kann ja auch von der anderen Seite runtergehen. Wo kommt der her? Alter! Okay, ist irgendwo eine Blume, die ich nicht gefunden habe. Und ganz viele rote Münzen. Ach, da geht's runter. Alter, guck das jetzt an. Ne? Blume. Also wieder zurück. Da war die Blume. Und mir fehlen nur noch 4 rote Münzen und 3 Blumen. Das ist jetzt aber echt gut im Verhältnis. So, Papa Nashorn kann da unten weiter. Ich muss jetzt hier lang. Und ich will erstmal hier die Blume wegmachen, die Piranha. So, ich gucke, was da oben ist. Ah, da ist die Blume. Da braucht man Magnet. Oder den Leich. Eine Schildkröte, da ist der Magnet. Geht also auch. Und ich sehe gerade, ich brauche den noch. Gut. Dann nehme ich den mal mit. Und angel mich hier mal hoch. Ich kann sagen, weil das Paket habe ich schon. Das da hinten ist nur eine Blume. Wo ist die lächelnde Blume? Da. Gefunden. Und dann war es nur noch eine. Das wurmt mich jetzt, dass ich die nicht alle zusammenbekommen habe. Oh nein! Papa Einhorn und Kind Einhorn, sie finden nicht zueinander. Wir müssen die Brücke reparieren. Und da haben wir auch die letzten 4 roten Münzen. Sehr schön. Prima, ich habe nur noch 2 Eier gehabt. Ah, hier sind ja noch ganz viele Eier. Sehr schön. Da ist noch ein Brückenteil. 2 reichen, oder? Nein, es fehlt noch ein drittes. Aber wo? Oh, da oben. Jetzt. Okay. Na klar, an dem Scheißseil kann man nicht nur runter, sondern auch hochseilen. Gut. Beide sind wieder vereint und machen mir Platz. Los, komm, mach kaputt, Mann. Hör auf, da rumzuhüpfen. So. Da waren sie weg. Überlegt hat. Münzen habe ich alle? Ja. Okay, cool. Mir fehlt nur noch die letzte Blume. Und ich darf nicht mehr getroffen werden, was cool ist. Oh, so klar, wo ist die Blume? Ich habe eben gehört, dass da irgendwo eine Blume ist. Die letzte Blume. Hä? Vielleicht doch, wenn man hier hochgeht. Guckt mal. Schau mal einer an. Da muss die letzte Blume sein. Ja. Tada!
mir aber nicht das letzte Herz zurück, was ich eben verloren habe, ey. Na, jetzt ist eh zu spät. Geschafft! Am Ziel und fast alle Blumen beisammen. Zumindest die wichtigen, der andere ist leicht. Das heißt, wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ihr hattet Spaß. Gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann klickt auf den Abo-Button, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Also bis dann. Tschüss.